Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen uns den neuen Track von Ali Boumaier an. Ja, Part-Time Lover. Wir haben uns ja den letzten schon angesehen, den ich wirklich stark fand. Den fand ich wirklich stark. Gute Message da drin. Und ey, ich habe den Track gefühlt. Ich habe den seitdem auch ein paar Mal noch gehört. Und schaut euch dazu das Video gerne an, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Ich bin jetzt gespannt. Part-Time Lover, Freunde. Wichtig, geht nochmal alle auf den Channel von Ali rauf. Der hat noch nicht allzu viele Subs auf dem Kanal, beziehungsweise weniger, als er verdient haben sollte, meiner Meinung nach. Geht er also rauf und lasst er nochmal ein bisschen Liebe da. Wurde aber auch ein bisschen gedisliked, sehe ich gerade, okay. Mal sehen, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung der Track geht. Hab noch keinen Trailer, noch gar nichts gehört. Wir schauen rein. Part-Time Lover hört sich aber eher nach was Softerem an, ja, nach etwas Softerem. Vielleicht sowas in der Richtung, was er früher mit Shindy gemacht hat. Keine Ahnung, Mann. Wir hören rein, Freunde, ich bin gespannt. Link zum Original in der Beschreibung. Wir hören rein. Okay. Ali ist ein Sumo, Platinstar wie Udo. Bestart bei den Bitches, immer leichtes Spiel wie Uno. Trage keine Hublot, singe nicht wie Bruno. Wenn ich von Pralinen rede, meine ich kein Duplo. Beziehung. Okay, es hat schon echt krasse Shindy-Vibes ein bisschen, oder? Es hat direkt schon echt krasse Shindy-Vibes, was aber nicht negativ sein muss. Ich möchte wissen, von wem der Beat ist. Von wem ist der Beat? Produced by... Ah, den kenne ich. E-K-E, ich sag immer K, Digga. E-Q-T. E-Q-T, kenne ich, Bruder. Kenne ich. Und ficken Kopf, ich brauch ne Ibu. Keine Liebe für Haus, mein Herz ein Igloo. Handy voller Duckfaces wie Daisy. Obwohl ich niemals tanze wie Patrick Swayze. Erst macht sie auf Lady. Freunde, Patrick Swayze, wer kennt's noch? Dirty Dancing. Ist ein Dirty Dancing. Ist ein Klassiker, ja. Dirty Dancing muss man gesehen haben, Freunde. Obwohl ich niemals tanze wie Patrick Swayze. Erst macht sie auf Lady. Foto, Hashtag Baby. Zieht am Ende in den Krieg, so wie die US Navy. Bin auf Tour und sie kriegt große Ohren wie dieser Dumbo. Denn die Bitches fahren mir hinterher im Fiat Punto. Oder auch um Reno. Sieht und es fürs Ego. Push up unterm Deko, T für mich seid ihr nur Deko. Bin voll süß. Ey, gutes Video auf jeden Fall, ist gut gedreht, die Kamerafahrten gefallen mir. Und wie gesagt, man hat auf jeden Fall diesen Shindy-Vibe, ganz klar, nicht nur vom Flow her, auch von der Betonung her, vom Beat auch ein bisschen. Aber ich finde es nicht schlimm, die haben früher gemeinsame Sache gemacht, so. Der Style von Shindy hat sich auch über die Zeit entwickelt, hat sich dann so irgendwie angepasst. Und wenn die so zusammen Dinger gemacht haben, so ist es ja logisch, dass Ali auch davon was übernommen hat. Finde ich bis jetzt nicht schlecht. Ego, Push-up unterm Deko, T für mich seid ihr nur Deko. Bin voll süß, aber seit meinem ersten Demo. Kein Sex mit der Ex, stehe nicht auf Retro. Bin ich jetzt am Tag 3, Whopper, bitte nerv mal nicht, wenn ich grab. Kein Bock hab, halte keine Türen auf und trag kein Koffer, denn vielleicht bin ich nur dein Part-Time. Part-Time, bin ich jetzt am Tag 3, Whopper, bitte nerv mal nicht, wenn ich grab. Kein Bock hab, halte keine Türen auf und trag kein Koffer, denn vielleicht bin ich nur dein Part-Time. Okay, also für mich persönlich zu soft, so. Also für mich so viel zu soft, würde ich mir jetzt so privat nicht krass geben, sage ich mal. Aber es ist nicht schlecht gemacht, also ich kann die Dislikes ein bisschen nachvollziehen, weil viele sagen, hört sich viel zu sehr nach Shindy an. Aber ey, die haben früher zusammen so gemeinsame Sache gemacht, da ist es, finde ich, nicht verwerflich, wenn er jetzt einen ähnlichen Style hat, so. Und man merkt ja immer noch, dass es von Ali selbst ist irgendwie. Es ist jetzt ja nicht 1:1 kopiert oder so. Es geht in eine ähnliche Richtung in manchen Punkten, das auf jeden Fall. Aber man merkt auf jeden Fall noch Alis Fehler da drin. Wie gesagt, für mich zu soft. Ich mag Ali lieber, wenn er so ein bisschen mehr entweder dieses ganze Ernste macht, ja, wie beim letzten Track, oder so mehr auf Comedy oder halt einfach in die Fresse so, ja. Das ist das, was ich ein bisschen mehr fühle bei Ali. Und sowas ist mir jetzt zu ruhig irgendwie. Koffer, denn vielleicht bin ich nur dein Part-Time. Zu tun wie Meeting in der Puder. Straße hier hat keine Abi, doch jeder ist Bruder. Family wie Buja, eine Pizza Tuna. Und sind die Bitches cool, dann sitzt der dicke Fix im Uber. Freunde, Pizza Tuna, krasse Empfehlung. Allgemein Thunfisch, underrated. Underrated, einfach mal ein bisschen Reis, Thunfisch, bam, geiles Gericht. Beim Chinesen mit den Stäbchen wie Mikado. Kerzenlicht beim Dinner, italienisches Carpaccio. Mache nicht auf Pablo, trag kein Ferragamo. Verliere Kalorien in fremden Betten, nenn es Cardio. Ihre. Ja,
Mann. Okay, also wisst ihr, was ich meine? Diese lustigen Zeilen fühle ich mehr. So diesen ja, was heißt Comedy-Rap, aber das ist übertrieben. Aber diesen Humor von Ali, den vermisse ich hier ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine? Dieses Übertriebene. Welt dreht sich nur noch um mich wie ein Tornado, obwohl ich sie nicht anfasst wie Haribo Colorado. Klassiker wie Ehrenmann. Bravo, Mafia wie Soprano. Sie fragt was auf Französisch und ich antworte Fellatio. Sitze vor dem Fernseher, esse Käse, Macaroni. Crispy Chicken Sandwich mit Mayonnaise von Tommy. Digga, Mayonnaise von Tommy. Ey, okay, man muss sagen, Ali hat echt Geschmack. Ali hat echt Geschmack, so. Wer andere Mayonnaise als die von Tommy frisst, hat in seinem Leben was falsch gemacht, Leute, ja? Ne Bitch schickt über Smartphone ein Emoji. Baby, fühle mich grad wie Akin. So lonely. Bitch, ich erst am Tag 3. Whopper, bitte nervt man nicht, wenn ich grab. Kein. Ist aber Ohrwurm, muss man sagen, ist einfach Ohrwurm, ja? Das hat er gut gemacht, ist Ohrwurm, wie gesagt, für mich ein bisschen zu soft. Diese Zeilen dazwischen, so ein, zwei Lines, die fühle ich auf jeden Fall, weil es einfach lustig ist und weil es Ali ist, ja? Davon ein bisschen mehr und ein bisschen schneller vielleicht wieder. Für mich alles ein bisschen zu entspannt, zu gechillt hier. Bock hab, halte keine Türen auf und trag kein Koffer, denn vielleicht bin ich nur dein Part-Time. Ja. Ich jetzt am Tag 3. Wopper, bitte nerv mal nicht, wenn ich grab. Kein Bock hab, halte keine Türen auf und trag kein Koffer, denn vielleicht bin ich nur dein Part-Time. Hier hätte ich auch mehr gefühlt, hätte er nicht gesagt Part-Time. Part-Timer, denn dieses Lover geht ja da schon verschwunden, weil das somit als Übergang genutzt wird in den nächsten Part mit rein. Hätte ich mehr gefühlt, hätte er gesagt. 3, Wopper, bitte nervt man nicht, wenn ich grab. Kein Moment. Bock hab, halte keine Türen auf und trag. Kein Koffer, denn vielleicht bin ich nur dein Part-Time-Lover. Part-Time-Lover. Hätte das Lover direkt mit rangehangen und dann wiederholt. Hätte ich geiler gefunden. Start dieser Pause eben, wisst ihr? Part-Time-Lover. Aber gut. Er versucht ein bisschen was, finde ich nicht schlecht. Er versucht ein bisschen was, Freunde. Hat man auch schon am Cover gesehen, ist halt sehr soft auf jeden Fall gehalten. Ja, bekommt sogar einen großen Mini-Fazit. Ja, wie ich meinte, so für mich zu soft. Ich verstehe auf jeden Fall, dass es in die Richtung von Schindy geht, aber finde ich jetzt nicht weiterhin schlimm. Trotzdem mag ich, wie gesagt, das schnellere, lautere, mehr, das lustigere irgendwie von Ali. Fühle ich mehr oder eben so eine ganz ernste Schiene wie beim letzten Mal. Für mich jetzt kein schlechter Track, aber was ich mir halt nicht geben würde, so, weil es mir einfach, weil es nicht so mein Stil ist, ist zu soft halt einfach, ja. Lasst mal eure Meinung gerne da, seht es ähnlich wie ich. Trotzdem coole Lines drin gewesen, wie gesagt, ich mag Alice Humor sehr, sehr gerne, seinen Charakter, so den er ausdrückt in den Tracks, fühle ich auf jeden Fall. Und, ja, ey, mal sehen, was auch auf uns zukommt, ja. Lasst eure Meinung gerne da, Link zum Original in der Beschreibung. Habt bis dahin einen wunderbaren Tag, lasst einen Daumen nach oben da, wir sehen uns, bleibt fresh und ciao.